Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. In der letzten Folge haben wir die Ruinenwächter besiegt und da bin ich immer noch ein ganz kleines bisschen stolz drauf. Und zum Ende der Folge haben wir den Festungsschlüssel gefunden, und zwar da oben, da vorne liegend. Und ich denke, das ist der Schlüssel, den wir brauchen, um die Tür relativ am Anfang der verlorenen Festung zu öffnen. Wo dann diese Treppe hochgeht, wo dieser große Typ das Fass runtergetreten hat. Da ist eine Tür, die ist verschlossen, die können wir damit hoffentlich öffnen. Vorher möchte ich mich aber hier noch umsehen, denn für mich sieht das so aus, als wäre das einfach nur ein Turm. Und vielleicht geht es ja hier gar nicht weiter. Vielleicht ist ja die Absicht tatsächlich, dass wir zurückgehen. Und dem anderen Weg weiter folgen. Was ist das? Ah, hier geht's über die Dächer weiter, okay. Ja, so rein prinzipiell, was zur Hölle war das gerade? Das klang ja fast wie ein Drache. War das ein Drache? Gibt's hier Drachen? Ich guck hier mal erstmal nochmal hoch. Ach so, explodiert ihr alle? Muss ich mir da Sorgen machen? Schiete, das geht ja hier tatsächlich noch weiter, wa? Und zack, zack und zack. Wenn ich das Tor öffne, gucke ich mich hier erst noch weiter um. Oh, mach sowas nicht mit mir. Gut, dann machen wir mal das Tor auf. Dann behalte ich mir das mit der Tür da unten nochmal im Hinterkopf. Dann gehe ich jetzt erst hier weiter, was soll's. Von der keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, das andere Tor geht nicht auf, aber doch. Oh. Da ist einer inhaftiert. Ich wollte gerade sagen, ich traue dem Frieden nicht so ganz. Vor allem würde mich mal interessieren, was ist denn hier oben? Hier, bang! Ah ja. Wie kümmt man da rein? Ist irgendwo eine Vorrichtung geben, mit der ich das hochziehen kann? Jo, ich wollte gerade sagen, das sieht sehr verdächtig aus hier. Toll. Grüne Blüte. Danke. Da muss man doch auch irgendwie hinkommen.
Jetzt gucke ich hier unten rein. Da ist aber nichts. Na gut. Warte mal, kann man da von oben? Ist ja von oben reinfallen lassen und dann weiter nach unten wahrscheinlich. Ist aber nicht unbedingt etwas, das ich... unbedingt machen will. Da war doch noch irgendwo einer da. So, noch einer. Ja, da ist auch noch einer drin. Dann könnte ich weiter nach oben oder... Ach du Scheiße. Da ist das nächste Nebeltor. Müssen wir nur erstmal irgendwie... den Hebel lasse ich nochmal in Ruhe. Na toll. Jetzt noch ein Duftzweig hätte. Ah, hier benutzen wir also den Festungsschlüssel. Okay. Wieder Drachenknochen und Feuerbombe. Wir haben übrigens auch zwei Gegenstände, die wir noch nicht gelesen haben. Zum einen die große Keule. Eine große hölzerne Keule. Durchaus keine elegante Waffe, sondern ein schweres, bestialisches Teil, das Schildabwehr mit Leichtigkeit durchbricht. Dann hier die Priesterglocke. Heilige Glocke, die hochrangigen Klerikern gewährt wurde. Ein Beschleuniger für Wunder und Hexereien. Dranglake war die Heimat vieler Kleriker, doch König Vendrick schätzte ihre Kräfte nicht sonderlich und sah sie lediglich als Teilnehmer an Ritualen. In dieser Hinsicht war Dranglake kein guter Ort für ambitionierte Kleriker. So, okay. Was erwartet uns hier? Okay. Was macht denn dann dieser Hebel hier? Der macht das Tor auch auf. Junge, ich wusste, dass du da bist. 8 Lebenssteine. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl da hinten. Ich will da nicht unbedingt rein, wisst ihr? Auf der anderen Seite bin ich aber auch neugierig, was sich hier verbirgt. Ich kann ja mal einen Heimerknochen bereithalten und einfach mal durchgehen. Der Sünderhügel. Okay, ui. Okay, also hier ist das nächste Areal. Aber hier muss ja irgendwo auch ein Leuchtfeuer sein, oder? Nee, so einfach nicht, meine Freunde.
So einfach kriegst du mich nicht. Zack und schwupps. So, ich will mein Heideschwert ein bisschen schonen, deswegen mache ich das mit dem Feuerschwert. Man weiß ja nicht, wofür man es noch braucht, ne? So, schön vorsichtig das Menschenbild mitnehmen. Dann gucken wir hier mal rein. Da ist ein Aufzug, den ich in diesem Augenblick tatsächlich eigentlich noch gar nicht benutzen will. Also gucken wir erstmal, wo die Leiter noch hinführt. Zu einem Leuchtfeuer. Die Gargoyles. Ah, da hinten. Okay, gut zu wissen. Ach, ich verrate an dieser Stelle einfach. Das ist nämlich der Boss, den ich meine. Ja, die Gargoyles aus Dark Souls 1 kehren zurück in einer fieseren Variante. Anfällig gegen Blitz. Diesmal sind es allerdings ein paar mehr. Da hinten sind die also. Das ist echt gut zu wissen. Große Seele eines verlorenen Untoten. Wir haben auch, apropos Seelen, wir haben schon wieder genug Seelen für das, was wir uns kaufen wollten. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal in die verlorene Festung zurück. Aber zuerst teleportiere ich mich kurz nach Majula. Vor allem, ich muss mal rausfinden, wo wir eventuell noch weitere Duftzweige herkriegen. Es kann ja nicht angehen, dass wir so viele Stellen haben, wo wir einfach nicht weiterkommen. Weil uns die Duftzweige fehlen. Und uns da irgendwelche Statuen im Weg stehen. Ne, das eine Leuchtfeuer da zum Beispiel, wobei ich den Sinn des Leuchtfeuers nicht ganz einsehe. Warum ist das da? Ne, hier. Hier haben wir schon wieder verlorener Untoter und namenloser Soldat. Das bringt uns auf jeden Fall nicht auf 8000, also lasse ich es sein. Und statt ein Level abzumachen, kaufe ich stattdessen mal wieder ein paar Lebenssteine. Gib mir alles, was du hast, alte Frau. So, Zauberei einstimmen. Ich hätte ganz gerne das noch auf einem Slot. Wunderbar. Okay. Sünderhügel, das Salz vor. Ja. Erstmal hier. Erstmal hier nochmal hin in die Verbandenzellen. Ich brauche einen Duftzweig für das eine Leuchtfeuer da, definitiv. Und dann brauchen wir noch einen Duftzweig für dazwischen. Und wer weiß, was wir hier sonst noch finden. Verborgen in der Dunkelheit. Moin.
verzieh mich. Wenn ich ja schon wieder ein paar Schläge eingesteckt habe. So, hier war ein Verfolger, ne? Wir wollen den jetzt erstmal provozieren. Verfolger kommt. Ich höre sein Atmen schon. Und der Verfolger ist wieder weg. Gut. Alter, dieser Kampf hier, ne? So. Warum hatte ich eigentlich immer noch die Heimatknochen aktiviert, da? Oh, die droppen Seelen? Okay. Die droppen Seelen zusätzlich zu ihren Seelen. Wie viel macht das Heide-Ritterschwert jetzt eigentlich? 184 plus 90 sind 274. Okay. Nicht schlecht. Ich probieren wollte, war hier vorne irgendwo. Mistviecher. Hier. Kann man den erst noch provozieren? Anscheinend nicht. Hallo. Der reagiert einfach nicht. Hier, fang. Denn wer nicht will, der hat definitiv schon, du Sack. So. Tja, wie der einfach nicht mit uns spielen wollte. Das ist ganz schön frech. Ah, hier geht's auch mit dem Festungsschlüssel rein. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ah, hallo. Signore Schmied. Und ein Leuchtfeuer hier hinten versteckt. Auch sehr geil. MacDuffs Werkstatt. Das bedeutet ja, dass es hier tatsächlich 5 Leuchtfeuer gibt. Raus da. Ich will nicht aus Versehen den Gegenstand kaputt machen. 2 große Titanitscherben, das ist schon mal wieder sehr geil. Gibt es hier noch mehr? Kann man hier noch mehr plündern? Was hast du noch so im Angebot? 10 Eisenpfeile. Oh, heute ist Weihnachten. 5 Titanitscherben, das bedeutet, wir können unseren Morgenstern aufleveln. Und schwere Bolzen. Okay. Hallo, mein Freund. Oh, why can't they all be this easy? We've got a wild one here.
Chebobasse. Ach, ich liebe diesen Akzent. Oh, I see, yes. That's the way. Dear flame, how brightly you burn. Aber sonst ist bei dir alles in Ordnung, ja? Flame, I smell flame upon you. I'm Macduff the blacksmith. All I want is a little flame. Ja, wir haben einen. Hand that ember to me. Im Inventar, wollte ich gerade sagen. Right now, you imbecile. What? Ja, hier nimm. What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones, and I'll fortify your gear. Waffe durchdringen? Womit? Mit Finsternis könnten wir es durchdringen, aber dadurch wird es nur schwächer. Nee. Verstärken machen wir mal. Und zwar den Morgenstern plus 3. Das hat Ritterschwert, brauchen wir tatsächlich 3 Scherben. Das heißt, wir machen den Morgenstern erstmal weiter, würde ich sagen. Machen wir einen Morgenstern plus 4 draus. Und das ist jetzt so allmählich tatsächlich eine Waffe, über die man dann auch nachdenken kann, denke ich. Die vielleicht einfach mal auch zu benutzen. Flame, dear Flame, I give you my all. And you waver and falter. From the start of time, flame allowed man to flourish. And even now, he devises new fiery arts. But his reason makes him doubt flame. And so we waver and falter. All beyond our reach. And so flame allures us, and we attempt to harness its power. Flame, dear flame. Was? Flame, I give you my... Okay. Das kennen wir schon. Was hat er denn so im Angebot? Mal gucken, ob wir hier irgendwelche neuen Gegenstände finden. Uchigatana! Das habe ich immer geliebt in den anderen Spielen. Ein Katana von unbekannter Herkunft. Hergestellt mit Hilfe einer sonderbaren, aber ausgeklügelten Technik. Die fein geschärfte Klinge eines Katana schneidet mit unverkennbarer Leichtigkeit, sollte jedoch mit Vorsicht geschwungen werden, da sie durch ihre filigrane Beschaffenheit leicht zur Abnutzung neigt. Großaxt. Eine weithändige Großaxt. Mit ihrer riesigen, schweren Klinge soll diese Großaxt schweren Schaden zufügen. Der Umgang mit ihr erfordert übermenschliche Stärke. Jeder Schwung der Großaxt muss mit dem ganzen Körper erfolgen. Dabei ist der Träger völlig ungeschützt. Die Beherrschung dieser Waffe erfordert gründliches Training von Körper und Geist. Sense. Eine mit einer großen, angepassten Klinge ausgestattete Sense. Sie verfügt beim breiten Schwingen über eine erhöhte Hiebreichweite. Bei solchen Angriffen ist der Angreifer jedoch sehr verwundbar, also Obacht. Langbogen. Ein von Jägern verwendeter Standardbogen rüstet Pfeile aus, um ihn einzusetzen. Rüstet bis zu 2 Pfeilarten aus, damit ihr zwischen ihnen wechseln könnt. Trefft Feinde mit Pfeilen aus der Distanz, um euch durch den ersten Treffer die Oberhand zu verschaffen. Da muss ich dann gleich mal vergleichen, wie das aussieht mit diesem Langbogen und dem Bogen, den wir bis jetzt benutzen. Königsdrachenschild. Hat auch 100 Verteidigung. Ein von Rittern verwendeter Metallschild. Dieser Schild hat nichts Besonderes an sich. Doch genau deshalb ist er so mühelos zu verwenden und vermutlich auch so beliebt. Die Meinungen darüber, worauf Qualität beruht, gehen oft weit auseinander. Aber an der Beliebtheit dieser Schilde lässt sich erkennen, dass es Ausnahmen gibt.
Holzpfeil, Eisenpfeil kennen wir. Eisengroßpfeil. Gewöhnliche Eisengroßpfeile. Effektiver als normale Pfeile, aber dafür auch deutlich schwerer. Und er verkauft von jeder einzelnen Pfeil- und Bolzenart, die er hier im Angebot hat, tatsächlich unbegrenzt viele. Das ist auch schon mal sehr cool. Große Titanitscherben verkauft er, und zwar unendlich. Ich muss nur mal in Erfahrung bringen, wo wir normale Titanitscherben herkriegen. Obwohl, brauchen wir überhaupt noch normale Titanitscherben? Wartet mal. Nein, nein, nein. Also für die vier Waffen hier, die wir tatsächlich aufrüsten, definitiv nicht. Für den Dranlake-Schild bräuchten wir sowieso glitzerndes Titanit. Na, wenn wir den Bogen aufleveln wollen, natürlich. Was ich über kurz oder lang wahrscheinlich auch noch machen werde. Hm. Okay, danke. Dear Flame. Warte mal. Ich versuch's mal. Ich guck mal, wie gut ich mit dem Ding zurechtkomme. Ja, er ist auf jeden Fall etwas langsamer, ne? Aber insgesamt auch relativ robust. Au. Alter, das kann doch nicht wahr sein hier. Das kann doch nicht wahr sein. Oh shit! Ich habe ihn nicht spawnen hören. Und ich habe mir eben noch überlegt, na, wir könnten es ja mal mit dem Verfolger versuchen. Aber dann war er auf einmal da und, hui. Meine Fresse. Okay, aber das könnten wir noch mal versuchen. Haben wir noch einen Augenblick. Und wir haben ein Leuchtfeuer direkt hier. Dann könnten wir versuchen, die anderen Kerle von weiter weg auszuschalten dann. Oh. Warum geht der immer auf den Toten? Ja, der fokussiert sich immer auf den Toten. Und nicht auf den, der mich als nächstes angreift. So. Ja, da werde ich definitiv einen Estus brauchen. Na gut, dann trinken wir halt einen Estus. Und noch einen Lebensstein hinterher. Lebenssteine behalten wir sowieso mal bereit. Jetzt dem Verfolger stellen wollen. Ja.
Okay, komm her hier. War ich in die falsche Richtung raus, oder? Scheiße, da wollte ich gerade ausweichen. Verdammt, 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 verdammt! Und tschüss, Mann. Ich hab doch gesagt, ich kann die besiegen. So schlimm sind die gar nicht. Und ich erhalte glitzerndes Titanit. Okay, das wollte ich jetzt an dieser Stelle noch einmal kurz beweisen. Was sind das für Geräusche? Das wollte ich nur mal kurz beweisen, dass ich das durchaus schaffen kann, so einen Verfolger zu besiegen. So, machen wir es wieder für Menschen. Gesagt, ich bin da zuversichtlich. Und die anderen, die würde ich im Zweifelsfall auch schaffen. Vielleicht mache ich die sogar offscreen. Jetzt können wir auf jeden Fall... uns hier nochmal Gegenstände kaufen. Und zwar als allererstes einen davon. Moment, 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 Moment. Zwei davon. Um unser Heide-Ritterschwert auf Stufe 6 zu verstärken. Jetzt brauchen wir nämlich Titanit-Brocken, um da weiterzumachen. Und ich bin echt versucht. Wumms. Heide-Ritterschwert plus 7. Finde ich schon mal sehr stylisch, sehr geil. Und ich bin versucht, offscreen jetzt ein bisschen zu farmen. Und die anderen Waffen auch noch aufzuleveln. Gut, da muss ich jede Menge farmen. Da will ich wahrscheinlich auch die Verfolger alle töten müssen. Aber wie wir gesehen haben, das ist ja tatsächlich gar nicht so schwer. Ich werde auf jeden Fall drüber nachdenken. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich weiß noch nicht genau, was wir dann machen. Vielleicht sehen wir uns den Sünderhügel genauer an. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.